vielleicht sogar, wenn es ganz gut läuft, ins Quartier der deutschen Mannschaft in Brasilien, an dem zur Stunde noch gearbeitet wird. Aus Brasilien berichtet unser Korrespondent Andreas Wund. Auf den ersten Blick ein Paradies. Traumhaft. Touristisch, exotisch. Fußball begeistert. Fast versteckt, nur mit der Fähre gelangt die deutsche Elf zu ihrem Quartier. Das Campo Bahia am einsamen Strand. Luxusbaustelle unter Palmen. 14 Bungalows, rund 70 Zimmer. Restaurant, Fitnessbereich, Swimmingpool. Noch immer ist nicht alles fertig, noch immer wird gehämmert in Sonderschichten. Tropischer Rückzugsraum für die deutsche Elf zwischen den WM-Spielen. Auch Teammanager Oliver Bierhoff hat schon mal Probe gelegt. Der Deutsche Stefan Gerhardt ist für die Verwaltung der Fünf-Sterne-Anlage zuständig. Auf brasilianische Unwägbarkeiten ist er eingestellt. Wir haben selber unseren Strom, wir haben das Internet vom großen Kabel, das wird funktionieren. Wir haben unsere eigene Telefonanlage mit den eigenen Zugängen. Wir haben alles so ausgelegt, dass es funktionieren wird, auch wenn es hier zu irgendwelchen Ausfällen kommen wird. Und das könnte gut sein. Für die Schule, wir werden dort auch Institutionen unterstützen. Und letztendlich profitiert ja auch die Infrastruktur davon. Wir sind ja nicht nur wir da, sondern auch die Schweizer. Aber es wird stehen, es wird alles funktionieren, wie dort gesagt ist. Und das Wichtigste ist einfach, dass die Arbeitsbedingungen auch gut sind, vor allen Dingen der Trainingsplatz. Jetzt will man es ja in so einem Quartier nicht nur schön haben, der Sinn.